Und zwar schauen wir uns das Kuchen-TV-Video an. Die Europawahl, unsere Regierung ist Müll. Jo, Freunde der Wahlen, am Sonntag waren in Deutschland Europawahlen und das hier ist das Ergebnis. Als Verlierer gehen ganz klar die Grünen vom Platz, gemeinsam mit der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl ever bekommen haben. Die Sieger dieser Wahlen sind die AfD und die BSW, die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Bitte, Sarah, knechte mich auch. Du kannst tun mit mir, was du möchtest. In diesem Video soll es jetzt aber gar nicht darum gehen, das Ergebnis zu analysieren mit einer Lupe und zu gucken, wie jetzt Es ist alles immer weiter. noch, ich muss sagen, ich bin seit den Wahlen und ich hätte es nicht gedacht, aber es ist immer noch so, dass mich das unnormal triggert, dieses Wahlergebnis. Und ich schaue mir die ganze Zeit irgendwelche Memes, also Meme-Videos an über AfD-Politiker, die lost takes bringen, um, weiß ich nicht, über sie zu lachen, weil es so frustrierend Weitergeht. ist. Mir geht es vor allem darum, dass ich wirklich langsam Real Talk das Gefühl habe, dass die etablierten Parteien momentan wirklich alles machen, damit die AfD. Wenn du es umdrehst, haben die Grünen gewonnen. Also das Bild. Also ja, true, true. AfD immer, immer stärker wird. Aber zugegeben, die AfD hat auch solche Argumente hier. Ach. Ich bin wirklich am Überlegen und ich denke, die Jungs können das verstehen. Das Erste, was ich schon mal nicht verstehe: Olaf Scholz ist der unbeliebteste Kanzler, den es jemals gegeben hat. Zumindest seit der Erhebung dieser Daten, was vor 25 Jahren gewesen ist. Herbei Das ist halt so crazy. Ich weiß gar, also ich bekomme auch Olaf Scholz sogar, also ich finde auch, der hat so gar keine, ach, wie sage ich das, weißt du, der hat so gar keine Präsenz irgendwie. So, ich bekomme den gar nicht so wirklich mit als Kanzler. Also klar, ich bekomme schon mit, dass er hier und da mal ein paar komische Dinge macht oder losse Sachen macht, aber er hat so gar keine, ja, auch gar keine Medienpräsenz und so. Der ist, ja, weiß ich nicht. Statista kann man ebenfalls fast monatlich sehen, wie zufrieden oder unzufrieden die Bürger mit der Arbeit von Olaf Scholz sind. Und da lässt sich sehen, in den letzten Monaten finden die meisten seine Arbeit wirklich sehr, sehr schlecht. Der Typ hat halt auch Kasi, einfach weniger Ausstrahlung als dieser Typ hier. Achim Post, ein hohes Tier bei der SPD, wurde nach der Europawahl gefragt, ob man da nicht vielleicht so ein kleines Problem an der Spitze der SPD hat. Und seine Antwort war: Nö, auf gar keinen Fall. Er wird Kanzlerkandidat und er wird auch garantiert wieder sicherlich Kanzler werden. Junge, ihr habt gerade das schlechteste Wahlergebnis bei einer Europawahl ever eingeheimst. Wie kann man da noch so selbstsicher tun? Ja, also wir gewinnen auf jeden Fall, Digga, safe. Also das steht außer Frage. Bei den momentanen Wahlumfragen ist es auch so, dass die komplette Ampelregierung gerade minimal, wirklich so ein kleines Stück vor der CDU alleine steht. Aber ja, also das Ding ist schon lange gegessen. Eine Sache, auf die ich zum Beispiel immer noch nicht klarkomme, aber das ist das erste Mal, dass ich das einbauen kann. Vor ungefähr 2 Jahren wurde Olaf Scholz gefragt, ob er denn die momentanen Benzinpreise kennt. Und seine Antwort war unironisch das hier. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis Ich hier in weiß Berlin? nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da können. Wollte sagen, die auf den letzten Cent gucken müssen? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die auf den letzten Cent gucken müssen. Hat er im Fernsehen gerade gesagt, dass er nicht zu den zu den Leuten gehört, die darauf achten, wie viel der Benzinpreis ist? Gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Bruder, wie arrogant kann man bitte antworten? Ja, Bro, also ganz ehrlich, bei meinem Einkommen muss ich da wirklich nicht drauf achten, ich bitte dich. Und ich meine, er hat ja sogar recht. Ich achte jetzt auch nicht darauf, wie teuer Benzin ist, weil Tank. Ja, aber das Ding ist, also als Kanzler musst du doch so ein bisschen auch, also du achtest da ja nicht für dich selbst drauf, sondern du achtest da ja irgendwie für deine Gesellschaft drauf. Also du musst doch Dinge im Blick behalten, du musst doch wissen, so, ey, steigen Preise an, wie könnte sich das auswirken für die Leute, die hier in diesem Land leben und nicht so viel verdienen wie ich.
tanken muss ich mein Auto sowieso. Der Karren ist auf 1. Das kann man doch nicht so sagen. Anstatt, dass er einfach sagt, jo, aufgrund der Sicherheit tanke ich halt nicht selber, deswegen keine Ahnung, haut der halt sowas raus. Junge, unironisch, ich check das nicht. Olaf Scholz hat ja auch einen TikTok-Account. Und wie man bei den Wahlergebnissen der 16- bis 24-Jährigen sehen kann, hat die AfD wirklich einen sehr, sehr großen Zuwachs bekommen und auch generell sehr stark abgeschnitten. Was wahrscheinlich daran liegt, dass, wie man hier sehen kann, die AfD in sozialen Netzwerken wirklich mehr als präsent ist. Und das muss man leider zugeben, die das tatsächlich super umsetzen. Unser Bundeskanzler hat eine... Und da lädt er unter anderem sowas hier hoch. Bruder, es cringet sich bei mir so krass zusammen. Das Ding ist sogar fixiert. Also, das Social-Media-Team dachte so, ja, Mann, das müssen die Leute... Vor allem, also wirklich, soll er doch lustige TikToks hochladen. Soll er doch lustige TikToks hochladen. Aber er lädt ein... Also, selbst in der TikTok-Welt checkt er nicht, was abgeht. Also, er kann ja nicht mal das einfachste TikTok... Also, er muss nicht mal viel machen für dieses TikTok... Und nicht mal das kriegt er einfach so. Und dann steht er nur so da. Und hä? Als würdest du so, ich weiß nicht, als würdest du so mit deinem Opa einen TikTok machen, der sich halt nicht auskennt, der so, der ist halt, keine Ahnung, ist schon entlang in Rente, hockt halt zu Hause, liest seine Zeitung, lebt sein Leben, chillt auf der Terrasse und so und dann macht er halt mal einen TikTok mit dir. Aber der ist Bundeskanzler, der ist doch noch, der sollte doch noch so ein bisschen fit sein, so. Oder? Ja, passt doch so. Bruder, es cringet sich bei mir so krass zusammen. Das Ding. To be honest, würde ich mich auch so verhalten, wenn jemand einen TikTok mit mir machen will. Hä, aber. Okay, aber würdest du das dann auch bei dir auf deinem TikTok fixieren? Also, das ist ja das Unangenehme. Er hat das ja bei sich selbst auf dem TikTok. Er hat das gepostet. Das Ding ist sogar fixiert. Also, das Social-Media-Team dachte so, ja, Mann, das müssen die Leute auf jeden Fall sehen. Das ist ja so lustig. Aber mal weiter zu anderen Politikern, deren Aussagen ich jetzt wirklich, also teilweise für so bescheuert halte. Karl Lauterbach hat beispielsweise nach der Wahl Folgendes getwittert. Wir müssen mehr für Menschen mit geringem Lebensstandard tun. Warte, was? Eine Partei, die das Wort sozial in ihrem Namen hat, sollte soziale Politik... Taco, danke für den 23. Monat. Vielen Dank, dass ihr Prime Code, hallo. Machen? Nein, doch. Also damit hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht rechnen können. Also mal Real Talk, warum müssen solche Parteien erst komplett auf die... Ich habe halt das Gefühl, dass super viele Leute in solchen Parteien, also natürlich nicht alle, aber dass voll viele vielleicht mit den richtigen Werten anfangen und dann relativ erfolgreich werden, relativ viel Geld verdienen und sich dann denken... Fuck it, ich weiß sowieso nicht, was die Benzinpreise sind. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. Casey, danke für 1,35 €. Vielen, vielen Dank. Nix glatt. Dankeschön. Und jetzt sind wir bei 141,35 €. Perfekt. Aber ich habe so das Gefühl, dass super viele Leute sich dann so denken, so fuck it, ich muss eh nicht tanken. Ist mir eh egal, wie viel das alles kostet. Ich will einfach nur mehr Geld verdienen, mehr Macht, mehr Geld. Schau mal, Politiker sind wie Influencer. Toxisch. Fresse fliegen. Das ist voll die Parallelen irgendwie jetzt zu Plängans Video über Influencer. Bis die mal merken, oh, die Bürger fühlen sich gar nicht von uns abgeholt. Also das hätte ich ja gar nicht erwartet, nachdem wir die Bürger gar nicht abgeholt haben. Genauso der Tweet von Jürgen Kasek. Der ist im Stadtrat von Leipzig für die Grünen. Der hat Folgendes geschrieben. Wenn man so viel verloren hat, wie wir Grüne, dann muss man sich hinterfragen. Und zwar deutlich. Zu wenig Klima- und Umweltschutz und zu viel fragwürdige Kompromisse, auch beim Asylrecht. Ja, Bruder, wird wahrscheinlich schon genau so sein. Alter, es kostet halt wirklich ein
eine einzige Google-Suche, das aktuelle Politbarometer rauszusuchen, um zu gucken, was die Leute momentan am meisten interessiert. Und Klima ist da auf Platz 4 der wichtigsten Probleme. Auf Platz 1 ist zwar das Asylrecht mit Migration und so weiter, aber sicherlich nicht, weil die Bürger sich denken, boah, also ich will weiter unkontrollierte Einwanderung und wir sollten jeden hier reinlassen. Das funktioniert gerade super. Ich verstehe halt diese Realitätsferne nicht. Der hat das wirklich getwittert, weil der wirklich denkt so, ja Mann, deswegen haben wir verloren. Das wird genauso sein. Und ja, das Klima ist wichtig, versteht mich nicht falsch, aber offensichtlich haben die Bürger gerade andere Probleme in diesem Land. Vielleicht sollte man die auch mal angehen so nebenbei und nicht noch mehr in einem Bereich machen, was für die Bürger gerade nicht so wichtig ist. Ich meine... Ja, es ist halt super schwierig. Es ist halt echt frustrierend auch, weil jeder ja auch andere Prioritäten hat. Also super vielen Leuten, bei super vielen Leuten steht vielleicht das Klima an erster Stelle, bei anderen Leuten eben andere Themen, die an erster Stelle stehen. Deshalb, ja, ich glaube, man muss generell so ein bisschen mehr auf die Leute hören, die Gesellschaft hören und schauen, was ihnen wirklich wichtig ist und an diesen Stellen dann auch arbeiten und im besten Fall halt auch Lösungen finden. Es wird nie immer jeder zufrieden sein, aber dass man irgendwie sagt, so hey, man hat eine Lösung gefunden, so wo die Leute, wo jeder irgendwo ein bisschen mit was anfangen kann. Die Grünen haben so Politiker wie Habeck, der sowas hier von sich gibt. Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, stimmt. Also wenn ich nichts mehr verkaufe, bin ich ja eigentlich gar nicht insolvent. Wenn mein Haus abgebrannt ist, dann ist es ja auch nicht weg. Es hat einfach nur seinen Aggregatzustand verändert. Ich habe langsam das Gefühl, dass die Wähler sich von dieser geballten Inkompetenz einfach komplett verarscht fühlen. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass sehr viele Probleme, ja auch gerade von den kleinen Bürgern, nicht angegangen werden. Was ich auch dumm finde, ist beispielsweise, wie jetzt gegen die AfD vorgegangen wird. Also das per se ist gut, aber wie sie es machen, ist absolut dämlich. Ihr wisst schon, die AfD, wo man sowas hier vor Können wir bitte die AfD verbieten? Also ja, keine Ahnung, ihr kennt meine Meinung zur AfD. Ich habe mich dazu die Tage geäußert und ich habe es auch schon in meine Story gepostet. Ich finde, die AfD ist... Ich finde, die gehört da nicht hin. Ich finde, sie... Ja, ist Dreck. Ja. Bitte? AfD verbieten, Uwe? Ach so, jetzt weiß ich, warum die AfD so stark ist. Lars Klingbeil von der SPD war nach der Wahl in einer Diskussion und hat da sowas hier rausgehauen. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker... Das habe ich auch gesehen. ...geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf. Das war so stark. Ich fand, das habe ich so gefeiert. Kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als das am heutigen Abend der Fall ist. Hey, das sind Nazis, die AfD, die sind ganz... Oh, er hat nicht den ganzen Clip gezeigt. Das war so witzig. Böse, ganz dolle doof. Und ja... Wartet mal. Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Okay. Interessant. Gerichtsfest. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl. Man versteht's nicht. Versteht's nicht? Okay, sorry, wartet. Ich zeig's euch auf dem PC. Okay, sorry. Doch, man hat's verstanden. Also es ist eigentlich, ist der Clip mehr oder weniger vorbei. Sie hat halt gefragt, so, wie meinen Sie damit? Meinen Sie die AfD? Also ja, ich meine die AfD. Also haben Sie das gerade als Nazis bezeichnet? Ja, das habe ich. Gerichtsfest. Und ich fand das halt, ich habe es gefeiert. Ich muss sagen, ich habe es gefeiert.
Bro, selbst wenn das stimmt, offensichtlich juckt es die Wähler doch nicht. Warum versucht man auch so dagegen vorzugehen? Keine Ahnung, Krüger. Außer, dass man sich online dann genau darüber lustig macht. Wie kann man nach so einem Ergebnis nicht selbstkritisch sein, sondern versucht, andere fertig zu machen? Bro, ihr habt es geschafft, innerhalb von... Ja, ich muss sagen, ich fühle da Kuchens Meinung nicht so wirklich. Also ich fühle Kuchens Meinung nicht so wirklich. Also ich fühle die Punkte so... Die Parteien müssen definitiv an sich arbeiten. Es hat einen Grund, warum die AfD gewählt wurde, und das ist Unzufriedenheit. Und das sollten wirklich bei ganz vielen jetzt die Alarmglocken läuten, damit diese Parteien an sich arbeiten und etwas ändern, damit sie wieder gewählt werden. Es ist unglaublich frustrierend, dass so viele Leute die AfD gewählt haben oder die beste Lösung in der AfD gesehen haben oder das Wahlprogramm nicht gescheit gelesen haben oder aus Frustration oder Trotz die AfD gewählt haben. Ja, trotzdem muss ich sagen, finde ich die ganzen TikToks und Ausschnitte, die ich sehe, in denen die AfD teilweise bloßgestellt wird und zur Rede gestellt wird oder in dem Fall eben, ja, finde ich funny. Alle regen sich über die AfD auf, aber eigentlich ist das Problem die schlechte Ampel. Und die Unzufriedenheit der Regierung gegenüber wäre es niemals das Ergebnis gewesen. Ja. Trotzdem unglaublich traurig, dass die AfD gewählt wurde. Aber ja, ich hoffe, dass diese ganzen Parteien jetzt bitte endlich mal aufwachen und irgendwas ändern. Europawahlen von 27,3% auf 13,9% runterzurutschen. Die haben sogar ihr eigenes schlechtestes Ergebnis von 15,8% in der Wahl davor nochmal unterboten. Bro, als ich klein war, hatte die SPD immer so 30-40%. Was ist passiert, Alter? Stattdessen wird halt gegen andere gehetzt und man muss doch irgendwann auch mal merken, ja, die AfD ist scheiße und da sind rechtsradikale Leute und die ist gefährlich. Es juckt die Wähler aber oft offensichtlich nicht. Auch wenn du es noch 20 Mal sagst, dann versuch doch mal selbstkritisch mit deiner eigenen Partei zu sein und dir überlegen, warum zumindest im... Ja, ist ein guter Punkt. Die Leute oder die Parteien sollten sich auch irgendwie so ein bisschen in die eigene Nase fassen und sagen, was ist hier eigentlich gerade passiert? So, was müssen wir ändern? Im vorläufigen Ergebnis fast 600.000 Leute von der SPD zur AfD gegangen sind. Junge, was ist da los? Versuch doch einfach mal, den Bürger wieder abzuholen, damit er gar nicht erst in Versuchung kommt, solche gefährlichen Parteien zu wählen. Wäre das nicht vielleicht irgendwie mal eine Lösung? Die Zufriedenheit der Bundesregierung war noch nie so niedrig wie in diesem Jahr. 22% der Leute sind zufrieden. Aber ja, hetz mal lieber gegen andere, weil das macht die Zufriedenheit bestimmt wieder deutlich höher. Und dann haben die Leute auch Bock... Ja, ich verstehe es schon irgendwo, aber also klar, es ist schon heftig, diese Partei als Nazi-Partei zu bezeichnen oder zu beschimpfen, aber es ist halt einfach eine rechte Partei und nicht nur eine rechte Partei, sondern eine wirklich, die bewegt sich nicht in der rechten Mitte, sondern die wird ja sogar irgendwie von wem wird sie beobachtet? Vom Verfasserschutzbund? Irgendwie so, ich hab's vergessen. Beobachtet. Die bringen schon teilweise ziemlich Verfassungsschutz. Oh mein Gott, danke schön. Danke. Wieso ist mein Kopf immer so, so leer? Naja, auf jeden Fall. Ja, ist es schon eine sehr kritische Partei und ich kann. Also ich kann es halt schon verstehen, also dass nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi ist, ja okay, aber I don't know, die Politiker, die in dieser Partei sind, die wissen doch, für was die AfD steht, die haben sich doch mit ihrem eigenen Wahlprogramm beschäftigt, die haben das aufgestellt, die sind da ja irgendwie, ja, I don't know. Euch wiederzuwählen. Dazu auch einige Wahlsprüche bzw. Plakate. Schwieriges Thema. Nach dem Sylt-Video hat die SPD zum Beispiel unironisch gepostet: Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen. Also schon das ist absolut wack. Dazu gab es zum Beispiel dann auch diesen Post hier. Und durch die Meinung, die man momentan so mitnimmt, dass wahrscheinlich viel. Ja, Taco, zu ihr habe ich auch eine ganz eigene Meinung. Also ich glaube, diese Alice Weidel. Ich glaube einfach, dass die, also die ist halt die perfekte Marionette für die AfD. Die ist halt die perfekte
Die ist perfekt für die, weil die können sie genauso einsetzen, wie sie wollen. So, sie können, die wird zu allem gefühlt Ja und Amen sagen, die ist da immer mit dabei, die macht keine Probleme, glaube ich, in der Partei. Trotzdem kann die nach außen hin zeigen, hey, schau mal, wir sind gar nicht frauenfeindlich, wir haben auch sogar eine Lesbe hier bei uns in der Partei. Und ja, ist halt die perfekte Marionette für diese Partei. Und sie, keine Ahnung, warum sie das mitmacht. Ich glaube, die ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht kann sie es selbst nicht akzeptieren. Und ja, I don't know, ganz traurig. Viele keine Lust mehr auf dieses übertriebene, woke Getue haben, würden wahrscheinlich viele Leute das linke, konservative Bild nehmen und nicht das rechte. Also die posten was, wo viele Leute wahrscheinlich sogar das Gegenteil wählen würden, auch wenn das ziemlich bescheuert ist. Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, Taco, dass sie ihre Frau schon 20 Jahre kennt, ne? Das heißt, das ist dann nochmal anders, so. Das macht sie ja dann auch wieder hetero irgendwo. Weil ab 20 Jahren ist man dann nicht mehr queer, sondern... Das, weil ich habe keine Lust, alleine Geld zu verdienen. Die Grünen haben unter anderem auch gesagt, gemeinsam gegen rechts. Ja, klar, also warum sollte man auch... Hat sie gesagt in einem Interview. Also nicht genauso, wie ich gesagt habe, sie war so, nee. Ich bin nicht queer, bla bla, ich kenne meine Frau ja auch schon seit 20 Jahren. Mit eigenen Inhalten kommen, man wählt die Grünen ja schließlich einfach nur, um keine rechten Leute zu wählen. Ja, so holt man die Leute ab. Ah, warte, nee, tut man nicht, wer hätte das gedacht? Was kann ich also abschließend dazu sagen? Die Inkompetenz unserer Politiker tut wirklich einfach weh. Ich habe Real Talk einfach das Gefühl, dass momentan alles daran gesetzt wird, dass man die AfD immer stärker und stärker werden lässt, weil man entweder einfach dumm wie ein Stück Brot ist oder es einfach nicht checkt, was hier falsch läuft. Ich glaube, das schätzt du Alice Weidel. Die Frau ist machthungrig und sieht die Strippen. Sie ist die wirklich Macht. Echt, meinst du? Na, kann ich mir nicht vorstellen. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, sie kommt nach außen hin so rüber, sie redet viel, sie ist das Aushängeschild irgendwo, weil sie genau so, also weil sie das perfekte Aushängeschild sein kann. Rhetorisch hat Weidel viel drauf. Ja, aber das sagt ja nichts aus. Also das kann ja sein. Sie kann sich gut nach außen präsentieren. Sie ist das perfekte Aushängeschild für die Partei. Das heißt aber nicht, dass sie die Strippen zieht. Also ich glaube, dass meiner Meinung nach ist sie die perfekte Marionette für die Partei. Wirklich Angst vor der Zukunft, denn wenn unsere Regierung so weitermacht und die Politiker so weitermachen... Und das heißt nicht, dass sie dumm ist oder dass sie nichts im Kopf hat oder so. Es heißt einfach nur, dass die anscheinend irgendein Problem mit sich selbst hat. Die hat irgendein Problem mit sich selbst. Dass sie selbst nicht mal zugeben... Sie kann ja nicht mal zugeben, dass sie nicht hetero ist. Sie verleugnet ihre eigene Sexualität. Sie dreht sich das, also weil sie selbst, also ohne Scheiß, sie kann noch so schlau sein oder rhetorisch begabt. Die hat, also ohne, also wirklich, ich glaube, dass sie so im tiefsten Inneren sich selbst einfach nicht akzeptieren kann und deshalb in irgendeiner Partei ist, um irgendwas zu beweisen, um irgendwas in ihr, keine Ahnung, zu füllen oder so. Und ist halt damit gleichzeitig das perfekte Aushängeschild für die Partei. Dann kann ich euch versprechen, wird die AfD in der Bundestagswahl nächstes Jahr das beste Ergebnis ever bekommen. Und mit noch mehr Pech gehen sie vielleicht in eine Koalition mit der CDU, was noch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Bitte fangt wieder an, vernünftige Politik für die Bürger zu machen. Ich bitte euch, wirklich, ich bitte euch, ich kann nicht mehr. Schaffen es Demokraten zu zeigen, dass wir Probleme lösen können? Oder sagen wir im Teil der Bevölkerung, ihr müsst... Das ist falsch verstanden, sie hat kein Problem mit lesbisch. Ihr geht es, glaube ich, um queer, weil das ein wokes Ding ist. Trotzdem mag ich sie aus anderen Gründen nicht. Ach so, ja, okay. Aber warum ist sie in einer Partei, die... Also sie ist
in einer Partei, die das Familienbild, also das richtige Familienbild ist Vater, Mutter, Kind. Das heißt, selbst wenn sie nichts gegen lesbisch sein hat, was sich schon weird anhört, warum, also da irgendwo, also ich weiß nicht, kann mir nicht jemand erzählen, dass sie das nicht irgendwo trotzdem verleugnet oder, ja, verleugnet ist auch das falsche Wort, weil sie ist ja offen mit einer Frau zusammen seit 20 Jahren, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist so strange, also so absurd alles. Das ist halt so unnormal absurd. Extremisten, Rechtsextreme wählen, damit wir unseren Job gut machen. Darum geht's. Ich brauche keine Rechtsextremismen, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen den Leuten deutlich machen, wir können Sicherheit, wir können Zuwanderung steuern, wir können das Thema Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen, sodass beide davon profitieren. Und entweder können wir es, dann werden wir wieder gestärkt, oder wir können es nicht, dann verlieren wir halt zu Recht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, so viel will ich gar nicht dazu sagen. Habe ich ja schon so ein bisschen getan. Ich finde das Ganze unglaublich traurig. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, so klar, die Wahlen sind jetzt vorbei, aber für die Zukunft, Leute, geht wählen. Es sind viel zu viele Menschen nicht wählen gegangen. Es ist so wichtig, dass ihr wählen geht. Meiner Meinung nach hat auch niemand, der wählen darf, aber es nicht tut, das Recht, sich auch nur eine Sekunde zu beschweren über irgendwelche Umstände in Deutschland. Geht wählen, wenn Wahlen sind. Und wenn ihr wählen geht, beschäftigt euch ein bisschen mit den Wahlprogrammen. Ihr müsst euch ja nicht jedes Wahlprogramm komplett von jeder Partei durchlesen. Ein guter Anfang ist der Wahlomat. So macht halt mal den Wahlomat. Dann bekommt ihr schon so ein paar Parteien raus, die euch vielleicht interessieren können. Über diese Parteien könnt ihr euch dann genauer erkundigen. Nicht nur auf TikTok und Co., sondern generell einfach mal ein bisschen erkundigen, Wahlprogramme durchlesen, googeln etc. Und sucht euch eine Partei aus, die euch gefällt und mit dessen Werten ihr so ein bisschen übereinstimmen könnt. Und dann wählt einfach. Es dauert nicht so lange. Mein Gott, ihr könnt sogar Briefwahl machen.